Frage, wieso nicht gleich so? Tja, manchmal will die Kamera nicht. Genau, wir sind hier auf der Brunnachhöhe, über 1900 Meter. Das heißt, selbe Höhe wie die Gerlitzen und eigentlich ein völlig anderer Ausblick. Ja. Gerade man kann so schön ins Tal. Ich wollte gerade sagen, hier unten guckst du runter auf die... Auf den Parkplatz, genau, wo wir keinen Parkplatz gekriegt haben. Rechte Seite haben wir dann noch die Bahn und hinter uns sind natürlich diese ganzen tollen Wandergebiete. Also man kann hier in viele, viele, viele Richtungen, das muss man ja wirklich sagen, auch in die Richtung kannst du, also, aber es sind auch gute Wege. Also genau. Weiß nicht, beschrieben ist es hier in diesem Prospekt nicht, wie weit die Wege gehen. Ja, aber sie sind sehr zahlreich, also mit 10 Gipfeln, das glaube ich schon. Also das sind nur die Preise, die interessieren uns ja nicht. Unter anderem, wenn das Wetter gut ist, kann man in die Richtung. So, in die Richtung kann man dann den Großglockner sehen. Genau, aber auf 3798 Metern. Aber wir haben Blick auf den Großrosennock, auf den kleinen, auf den Zunderwand, auf den Pfannrock, auf den großen Pfannrock. Auf dem Predigerstuhl, also wir haben hier schöne genau, Bilder. Genau, dort gibt es überall Wanderwege natürlich hin, die könnt ihr hier erkunden. Das ist natürlich schon nicht schlecht und wenn du auf einen etwas höheren Berg kommst oder sowas, dann kannst du natürlich auch vielleicht noch wieder weitersehen. Das lohnt sich schon manchmal. Die Sicht ist heute, naja, doch recht diesig, aber es ist doch in Ordnung. Also es ist hier warm, würde ich sagen, so um, ich weiß nicht, schätzen würde ich mal so um 17, 18 Grad, so rum? 16. 16? 16. Also laut Uhr. Ob das jetzt richtig ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, es ist doch schön hier. Also wir dachten erst, das wird alles nicht, weil wir keinen Parkplatz gefunden haben. Aber Gott sei Dank, das hätten wir bereut, wenn wir hier nicht hochgekommen wären. Wieder das was denke ich Neues auch. Und wir empfehlen euch, dass, wie gesagt, mit der Kärntencard ist der Preis für die Bahn inklusive. Mhm. Hier gibt es auch ein Restaurant. Ach so, und das hast du mir nämlich vorhin noch erzählt. Ich bin ja so ein kleiner Fan von diesen Bobbahnfahren. Wer Bobbahn fahren möchte, der muss aber allerdings die andere Bahn nehmen, die dann von, jetzt weiß ich es nicht mehr ganz genau, von Donnerstag bis Samstag fährt. Dann könnt ihr dort mit der Bahn auch wieder, oder beziehungsweise mit der Bobbahn wieder runterfahren. Für die Leute, die Bobbahn fahren, auch gerne mögen. Ja, wir werden euch jetzt hier nochmal ein paar Einblendungen machen und dann schauen wir mal weiter. Wir haben wieder eine Tour hinter uns gebracht, sind wieder einmal rund um den Ostjacher See mit unseren Iohawks. Ja, ich habe 31,5, weil ich nochmal ein Stück wieder zurück musste und Marcel hat so ein bisschen 29 und ein bisschen was, ne? 59,8, das sind aber beide Touren. Man muss dazu sagen, das sind beide Touren. Also wir haben zweimal eine Tour drum gemacht. Also war richtig schön, einmal hoch auf die Gerlitzen, haben ein neues Video gedreht, was ihr aber auch schon wieder gesehen habt. Langsam steige ich nicht mehr durch, was wir alles hier machen. Wir werden jetzt auf jeden Fall duschen gehen und dann heißt das Essen gehen für heute. Wir wollen nämlich hier diesen Wirt mal ausprobieren, also den Campingplatzwirt. Haben wir schon mal, war schon echt gut. Und ja, vor 6 Jahren. Vor 6 Jahren, genau. Und gucken wir mal, ob die Qualität immer noch so gut ist. Genau, so. Und in dann diesem Sinne. Nehmen wir euch nicht mit und wir melden uns dann zu unserer Abschiedsszene. Genau, guten Hunger. Also vielleicht blenden wir nochmal das Essen ein. Mal sehen. Vielleicht, aber genau. Vielleicht auch nicht. Guten Hunger. Ja, ihr Lieben, wie ihr seht, es ist der hell. Abend neigt sich dem Ende. Sieht sehr schön aus. Aber es ist mal hell. Im Gegensatz zu sonst ist es hell. Wir haben auch lecker gegessen. Das war mal wieder wie immer. Tipptopp, können wir euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr hier auf dem Campingplatz seid, dann schaut doch, oder auch egal, wenn ihr in der Region seid oder so, dann schaut doch mal bei dem vorbei. Das ist schon echt sehr lecker dort. Ja, wenn wir jetzt ankommen, wir haben 2 große Cola gehabt. Ich hatte einen Schnitzel Wiener Art. Und ich hatte Schweinemedaillons in Rahmensoße, in so einer Kräuterrahmensoße
für inklusive Trinkgeld für 40 Euro. Ja, kannst du nichts zu sagen. Sorry, also, aber das ist top. Also, das wunderbarer ist Preis. Ja, wir haben das so genossen. Wir haben auch gerade bezahlt. Wir haben unsere Rechnung bezahlt. Jetzt habe ich die weggepackt. Ich wollte doch das eigentlich vorlesen, was wir da haben. Ja, dann kriegt das morgen. Ich kenne nur die Endsumme, aber ich kann nicht die einzelnen Preise jetzt sagen. Ja, genau. Auf jeden Fall auch für den Campingplatz hier. Es ist gar nicht so viel gewesen. Also es ist alles okay. Weil wir eine Karte hatten. Das muss man dazu sagen. Wir hatten ja die ADAC Camper Card. Die kostet 12 Euro. 12 Euro kostet die. Und 12 Euro. Die hat sich damit schon sofort rentiert. Sogar doppelt, weil wir hatten 5% ja am Lago Maggiore. Jetzt haben wir hier nochmal ein Angebot. Gab. Naja, doppelt jetzt nicht, aber ich sag mal, das Geld, was du dafür jetzt ausgegeben hast, das ja. Naja, aber guck dir an. Das hast du jetzt, ich glaube, wir haben jetzt 14 Euro gespart. Also das heißt. 2 Euro. Ja. 2 Euro gespart. IBA. Aber das hättest man du kann eigentlich heute per Eis ausgeben können. Hättest du denn Eis gegeben? Ja, nee, das gab's ja leider nicht. Wir waren hier nochmal rum um den See, haben wir ja gesagt. Ja, gibt es irgendwo Softeis? Der Laden ist erstmal eine total unhöfliche Bedienung. Also das war wirklich sehr unfreundlich. Wir haben dann gefragt, können wir 2 Softeis haben? Nee, dann haben sie gesagt, nee, die Maschine ist heute nicht an. Aber wir haben vom Blödsinn auf jeden Fall auch, ja, auch so vorher auch so warten lassen, kein anderer, wo man sich denkt, naja, egal, es hätte mich gewundert. Und wie gesagt, das richtig gute Softeis gibt es in Rostock, gibt es in Dilmetz, gibt es auf Rügen, in Samtitz oder wie das hieß. Da gibt es das viel bessere. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt noch abwaschen. Abwaschen. Du willst noch was am Rechner machen. Das Boot muss noch weggemacht werden. Das Boot muss noch weggepackt werden. So ein paar Sachen haben wir noch so zu tun. Wie gesagt, morgen reisen wir ab. Wir wissen noch nicht, wo es hingeht. Bleiben wir in Österreich noch eine Nacht oder nicht? Das werden wir dann sehen, genau. Genau, und jetzt heißt es, jo, gute Nacht. Genau, gute Nacht. Und wir zeigen euch hier noch ein paar Szenen in der Zeit. Guten Morgen. Guten Morgen zusammen. Wir sind leider schon wieder am Packen. Ja. Ja, die Heckklappe ist schon auf, das heißt, Pavillon haben wir schon zusammengebaut. Und das Mückennetz natürlich dementsprechend auch. Ja, ist alles schon wieder weggepackt. Richtig. Jetzt heißt es für uns Richtung Norden. Wie gesagt, wir sind immer noch nicht ganz klar, ob wir heute Österreich verlassen. Oder nicht? Genau. Da sind wir noch nicht so ganz. Das kommt drauf an, glaube ich, auch wie wir durchkommen und so weiter. Und ja, wir gehen das auf jeden Fall in Ruhe an. Wir werden hier nochmal Wasser tanken, weil wir ein paar Tage haben wir ja auch noch. Ne? Wenn wir nach oben fahren, dann brauchen wir gegebenenfalls auch nochmal zum Duschen Wasser und so weiter. Also machen wir das Ding nochmal voll. Genau, für euch zur Info, wir haben heute Donnerstag und wir müssen erst am Sonntag da sein. Also eigentlich hätten wir jetzt ein schönes verlängertes Wochenende, was wir noch vor uns haben. Und wie gesagt, da schauen wir einfach mal, was wir in der Zeit erleben werden. Und wie gesagt, vielleicht noch ein bisschen Österreich. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Genau. So, jetzt räumen wir ein bisschen weiter auf, weil ist ja noch ein bisschen zu tun. Ne? Und genau. Ihr? Die E-Roller müssen noch drauf. Also ein paar Sachen kommen noch. Du wolltest gerade abwürgen, ne? Weil ihr tut ja nur zuschauen. Wir arbeiten. Aber naja, machen wir bei anderen auch. Sind doch herrlich, ne? Ja, ja. Ja, was soll man sagen? Parkplatz hinter uns. Ein bisschen leer. Naja, ein paar Autos stehen, aber alle aus der Region hier. Und jetzt zeigen wir euch mal was. Gucken wir, ob man das sehen kann. Oben rechts. Na, da. Das muss reichen. Da stehen die Öffnungszeiten, dass das noch bis, wann war das? 4.10. Bis 4.10. geöffnet ist. Und wir haben heute, ich gucke auf die Uhr, habe ich keine Verbindung zu meinem Handy, sehr interessant, den 17.09. Genau. So, das heißt, eigentlich müsste auf sein. Aber auf der Internetseite schreiben sie was anderes. Genau, da war nämlich Sonntag Feierabend. Da haben sie einfach die Saison beendet. Schade, also werden wir heute nicht mehr darauf. Nee, ist natürlich ein bisschen doof gemacht, weil wenn man das so in so einem Buch veröffentlicht oder sowas,
Ja, das ist ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Ne? Da verlassen sich viele drauf, fahren auch einige Kilometer. Wenn ich jetzt mir vorstelle, es würde jetzt nicht gerade auf dem Heimweg liegen, dann würde ich mich ganz schön noch mehr ärgern. Also, ja, weil das waren immerhin mal, weiß ich nicht, 50 Kilometer oder so eine Tour. Und das müsste man ja dann auch wieder zurückfahren. Ja, und das machen einige. Also, es sind immer wieder welche. Es kommen immer wieder welche, ja, ja. Also es sind immer mal wieder welche, die hier anscheinend auch darauf wollen und ja. Ja, wir überlegen, ob wir dann mal bei Kärnten gerade das reinschreiben und sagen natürlich, weil das ist wirklich ein Unding. Wie gesagt, wir haben 100 Kilometer in dem Sinne verfahren. Zumindest mal darauf hinweisen, dass das so natürlich Mist ist. Ja, da müssen, mit der Goldeck-Verband hier reden. Dann sollen sie halt die Zeiten früher dicht machen und sagen, nee, dann ist Feierabend Schluss. Ja, oder ein Hinweis auf die Internetseite. Genau, das würde ja auch achten Sie auf die, genau. Weil das ist nicht gemacht worden. Ja, was wir jetzt noch machen, wissen wir ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau. Nee, weil wir jetzt gucken müssen, was liegt jetzt was noch. Was liegt jetzt in der Nähe oder auf dem Weg. Ja, das werden wir uns jetzt erstmal anschauen und vielleicht machen wir dann gleich noch was. Mal gucken. Ja, wir schauen uns mal um. Ja, aus der Not eine Tugend gemacht, würde ich sagen. Genau. Wir sind jetzt statt auf der Autobahn. Also, wir sind noch wieder auf die Autobahn gefahren, ja. Ja, aber wir haben gedacht, wir lassen die Tauernmaut, den Tauerntunnel, den Katschbergtunnel. Genau, Katschberg und Tauerntunnel, den lassen wir hinter uns. Das heißt, den hätten wir ja zahlen müssen. Und da haben wir gesagt, ach, weißt du was, wir fahren doch nochmal über die Berge. Ja, über den Katschberg sind wir schon rüber. Es war sehr schön. Das Tal danach, was da kommt, auch wirklich sehr schön gelegen. Also tolle Aussichten, tolle Berge. Wenn ihr eine tolle Aussicht habt, so wie wir jetzt auf die Berge, die Luft ist relativ klar, dann ist das schon recht schön. Ja, den Tipp habe ich durch einen Chat. Ja. Ich habe jetzt einen Dingsbus, glaube ich, so seit 2 Tagen auf so einer Internetseite, wo wir ab und zu mal umherwursteln, hat mich da jemand angeschrieben und ist auch Camper. Und ja, so hin und her, und der hat jetzt den Tipp gegeben, wenn wir, weil ich gesagt habe, Richtung Salzburg fahren wir natürlich, weil wir Richtung Norden müssen. Ja, fahrt doch die Strecke, die ist ganz gut, spart man sich und ist halt schön gelegen. Kann man sagen, danke für den Tipp. Top, wirklich. Also würde ich jetzt nicht immer machen wollen, das heißt gerade, wenn ich jetzt eine Anreise habe mit einem Gespann oder sowas, nee, dann auf gar keinen Fall. Aber so, wenn man jetzt mit dem Camper unterwegs ist und dann doch eh noch Zeit hat und nicht gleich nach Hause muss, dann können wir euch das empfehlen. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, wir haben auf jeden Fall extrem viel Zeit. Also wir wissen, es ist jetzt gerade mal 12.45 Uhr, also sehr spät ist es nicht. Und wir wollen jetzt erstmal hier ein schönes Picknick machen und wenn das Picknick dann durch ist... Genau, wir haben nämlich noch, ein paar besorgt von diesem Brioche. Also wie gesagt, das ist so ein Teig und da ist Milchcreme drin. Muss nicht gekühlt werden, also es ist dann ziemlich gut. Genau, das ist das Tolle daran. Und was uns noch erwarten wird, ist dann der Tauern. Da gucken wir mal, wie das da aussieht. Tauern war offen, also das ist ja ein Pass. Mal sehen, wie wir da durchkommen. Genau. Wir sind hier auch noch nicht gewesen, aber wir werden es euch berichten. In diesem Sinne, guten Hunger. Guten Hunger. So, während der Marcel hier noch so ein paar Bilder macht, die wir euch dann gleich nochmal einblenden können. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier über diesen Tauernpass zu fahren. Es ist natürlich hier noch relativ viel bebaut mittlerweile, das muss man schon sagen. Aber wenn man so mal hinter mich guckt, da ist der Marcel auch dazu gekommen. Wir können ja noch mal in die andere Richtung drehen. Da gibt es schon ein paar schöne Blicke. Wie gesagt, blenden wir euch noch mal ein. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Aber auf jeden Fall lohnt es sich, ne? Lohnt sich auf jeden Fall, aber ich würde mal behaupten, in der Skisaison. Also man merkt hier, das ist alles sehr auf Ski ausgelegt. Also sonst ist das ja eigentlich... Also ich hätte jetzt gesagt, hier ist Totentanz, hier ist nichts los. Ja, also ganz nichts würde ich jetzt auch nicht sagen. Hier ist relativ viel Baustelle natürlich. So ein paar Autos sind schon da. Aber, also liebe Leute, wenn ihr auf Baustellen auf Baustellen seid, dann kommt ihr her. Das ist nicht für eine Urlaubssache. Ja, also, du bist auf Hendrik Grün, glaube ich, freut sich gerne auf eine Baustelle. Ja, das stimmt. Vielleicht Ralf Damasch und wie heißt der andere komische Bruder da, Klausi. Ja, genau. Die freuen sich vielleicht darauf, aber sonst, nee. Auf jeden Fall, wir haben hier noch so ein bisschen die Aussicht genossen. So ein paar Seilbahnen gibt es hier dann im Winter. Die hier dann auch im Winter einige ne? Genau. Ja. Also wird es auch einige Abfahrten und so weiter mit Sicherheit für jeden was dabei sein.
wir werden jetzt dann gleich weiterfahren. Haben unser Ziel für heute entschieden. Ja, wir werden nochmal in Richtung Passau fahren. Ist jetzt zwar ein bisschen nochmal ein Umweg von uns nach Hause, aber wir haben ja auch noch einen Tag. Genau. Oder ich sag mal mehrere Tage. Also von daher, eigentlich verlängertes Wochenende beginnt heute. Genau. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir wollen München weiträumig umfahren, weil da ist ganz schön was los. Und der Mann war noch nie in Passau. Der wollte unbedingt mal nach Passau. Jetzt mal haben wir die sehen, Möglichkeit. Wie schön es da ist. Jetzt ich haben hoffe, die, dass das klar ist. Jetzt haben wir die Möglichkeit, also tun was. Und wir sind ja noch ganz enge an der Grenze zu Österreich. Deshalb kommt das auf jeden Fall noch mit dem Video. Zählt es noch dazu. Ja. Aber wir haben jetzt ein bisschen was vor uns und deshalb fahren wir jetzt mal ein bisschen. Genau.